Ja, ich möchte uns den Predigttext lesen. Der Predigttext ist vorgeschlagen für diesen Sonntag in der Predigtreihen, in der Predigtordnung, so muss man sagen, in der Perikopenordnung, und zwar aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Jesaja, im 6. Kapitel, die sogenannte Berufungsgeschichte von Jesaja. Hört einmal zu. In dem Jahr, in dem König Osia starb, hatte ich eine Vision. Ich sah den Herrn auf einem hoch aufragenden Thron sitzen. Die Schleppen seines Gewandes füllten die ganze Tempelhalle aus. Seraphim standen dienend vor ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 verhüllte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Sein herrlicher Glanz erfüllt die ganze Erde. Sie riefen so laut, dass die Türschwellen im Tempel bebten. Das ganze Gebäude füllte sich mit Rauch. Da sprach ich: Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk mit unreinen Lippen. Und doch habe ich den König, den Herrn Zebaoth, mit eigenen Augen gesehen. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. In seiner Hand hielt er eine glühende Kohle. Die hatte er mit einer Zange vom Altar genommen. Damit berührte er meine Lippen und sagte: Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben. Dann hörte ich den Herrn sagen: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich antwortete: Hier bin ich, sende mich. Habt ihr euch schon einmal gefragt, wie es im Himmel aussieht? Manchmal diskutiert man ja darüber und dann kommen so einige Vorstellungen. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, wie es im Himmel aussieht. Aber hier bekommen wir einen kleinen Blick in den Himmel. Besser gesagt, in den Thronsaal Gottes. Da, wo Gottes Thronsaal ist. Der Prophet hat eine außergewöhnliche, fast unglaubliche Vision. Er schaut in den Himmel, in den Thronsaal Gottes. Es ist so, als ob die Tür zum Thronsaal sich ein klein wenig öffnet und er dort hineinschauen kann in das, was man eigentlich gar nicht sehen kann. Was sieht er dort? Er sieht dort einen Thron, auf dem Gott sitzt. Und er sieht dann die Schleppen des Königsmantels, das den ganzen Raum ausfüllt, den ganzen Raum. Engelwesen sind um den Thron herum, sogenannte Seraphim, die fliegen und rufen sich gegenseitig dieses dreimal heilig zu. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Sie beten Gott an, und zwar, das wird hier erwähnt, so laut, dass die Wände wackeln. Ja? Ich frage mich immer, wie laut ist unser Lobpreis? Wie laut ist der Lobpreis im Himmel? Hier wird gesagt, der Lobpreis ist so laut, dass die Wände wackeln. Aber diese Engel bedecken mit ihren Flügeln ihre Augen, weil sie geblendet sind von der Herrlichkeit Gottes. Sie halten das nicht aus, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, deswegen bedecken sie ihre Augen mit den Flügeln. Und das ganze Haus ist von Rauch erfüllt. Ein majestätischer Anblick. Jesaja sieht die Herrlichkeit, die Kavod Gottes, das ist das hebräische Wort dafür, die Herrlichkeit Gottes. Und diese Beschreibung lässt ihn erschaudern. Man kann sich das sehr gut vorstellen, denn plötzlich erkennt er, wer er selber ist. Er schaut an sich selber herunter und sieht, da ist der heilige Gott und hier bin ich, ein sündiger Mensch. Wehe mir, ich bin verloren, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und lebe in einem Volk von unreinen Lippen. So spricht er ganz intuitiv aus in dieser Situation. Warum sagt er gerade, dass seine Lippen unrein sind? Wahrscheinlich, weil er im Moment, er sieht ja den Thronsaal Gottes und den Lobpreis, da loben die Engel den Herrn und er merkt, ja Mensch, ich bin kein Engel, sondern ich bin ein sündiger Mensch. Mit meinen Lippen kann ich den Herrn eigentlich gar nicht loben, weil ich so sündig bin.
Das sieht er und dann sagt er, nicht nur ich bin sündig, sondern ich bin auch in sündiger Gemeinschaft sozusagen. Ich lebe in einem Volk, das sündig ist. Und deswegen passen wir nicht zusammen, das stellt er fest. Er bekommt richtig Angst, er will da raus aus dieser Situation. Er merkt, ich bin schuldig und ich bin ein Sünder und hier ist der heilige Gott. Und das passt nicht zusammen. Ich habe so überlegt, vielleicht kennt ihr so ähnliche Szenen, wenn man manchmal im Urlaub so im Süden gewesen ist und man muss zur Bank gehen und man erscheint dort so mit kurzen Hosen und Flipflops und total durchgeschwitzt und dann steht man in der Bank und in der Bank ist es auf einmal wohltemperiert und alle laufen da mit Hemd und Kragen rum und mit frischem Aftershave. Kennt ihr solche Situationen? Und da guckt man an sich so runter und denkt, ich muss hier raus. Also das passt irgendwie nicht zusammen. Ja? Und so ähnlich war es, oder viel, viel stärker noch, war es hier in dieser Situation. Jesaja merkt, das passt irgendwie gar nicht. Ich muss hier raus. Ich vergehe. Ich gehe ein. Jesaja sieht den Thron sei Gottes und die Herrlichkeit Gottes. Gott ist so heilig, Gott ist so schön, so gewaltig, da passe ich einfach nicht hin. Und dann erlebt er etwas ganz Besonderes, nämlich dass einer dieser Engel, so ein Seraphim, dort zum Altar sich aufmacht und dann mit einem Eisen, einer Zange, ein Stück von der Kohle nimmt und damit seine Lippen berührt. Man stellt sich das natürlich zunächst einmal sehr wortwörtlich vor und denkt, wow, das muss schmerzhaft gewesen sein. Aber das ist ja eine Symbolhandlung hier. Und damit wird ausgedrückt, dass die Hitze ist ein Zeichen und das Feuer ist ein Zeichen von Reinigung. Und hier geschieht Reinigung sozusagen von Gott selber her. Die Sünde wird vergeben durch diese Symbolhandlung. Wenn ich jetzt deine Lippen berühre, ist deine Sünde verschwunden und deine Schuld vergeben, sagt dieser Engel. Und das ist notwendig, sonst kann er nicht in der Gegenwart Gottes stehen bleiben. Und dann, ich hatte den nächsten Satz ja auch noch gelesen, obwohl er dann sozusagen in das nächste übergeht, wird dieser Jesaja berufen, ein Mitarbeiter Gottes zu werden, ein Bote Gottes zu werden. Also diese Reinigung führt dafür, dass er fähig wird, für Gott da zu sein und etwas in seinem Auftrag weiterzusagen. Lasst uns mal ein wenig über die Heiligkeit Gottes nachdenken. Das ist ja das Stichwort und auch der Titel dieser Predigt. Die Heiligkeit Gottes. Wir leben ja in einer Welt, in der wir die Heiligkeit im Grunde genommen abgeschafft haben. Manchmal sagen wir auch, uns ist nichts mehr heilig. Das ist ja so ein Ausdruck, mit dem wir deutlich machen wollen, das, was andere Generationen noch an Heiligkeitsvorstellungen hatten, das ist bei uns irgendwie nach Aufklärung und nach all den Revolutionen, die wir so erlebt haben, nicht mehr vorhanden. Also dieses Wissen darum, dass Gott irgendwie ganz anders ist als wir. Wenn überhaupt der Gedanke an Gott noch zugelassen wird, dann wird Gott klein gemacht, so klein, dass er in unsere Westentasche hineinpasst. Ein Gott, den wir noch akzeptieren, das ist ein Gott, der unseren Vorstellungen entspricht. Der quadratisch, praktisch und gut ist. Kennt ihr das noch von Rittersport, die Werbung? Quadratisch, praktisch, gut. Ich habe euch das mal mitgebracht hier. Und der Mensch in unserer Gesellschaft hat die Vorstellung, wenn ich einen Gott akzeptieren soll, dann muss der so sein, quadratisch, praktisch, gut. Quadratisch soll er sein, also handlich soll er sein, berechenbar soll er sein, dass er gut in meine Tasche passt. Ja? Er ist überschaubar und macht mir keine Schwierigkeiten. So einen Gott würde ich noch akzeptieren, sagen viele Leute. Und praktisch soll er natürlich auch sein, er soll mir in meinem Leben helfen, dass ich immer glücklich bin, dass die Karriere gelingt, dass ich gesund bin und meine Familie glücklich ist. Wenn der dafür sorgt, dann kann ich ihn akzeptieren. Und er soll gut sein, gut ist Gott natürlich, aber er soll mich auch vor allen Dingen gut finden. Ja? Er soll mich nicht kritisieren, er soll mich nicht herausfordern, sondern er soll mir immer wieder sagen, wie toll ich bin und dass ich das alles schaffe, wenn ich das nur will. So einen Gott, den können wir uns gut vorstellen. Aber dieser Rittersportgott, den gibt es gar nicht. Den haben wir uns ausgedacht.
Das ist tatsächlich eine Projektion, eine Vorstellung, die wir Menschen uns gemacht haben in unserer Zeit über einen Gott. Quadratisch praktisch gut. Der heilige Gott ist ganz anders. Viel höher, viel größer, viel reiner, viel klarer, viel schöner als wir Menschen. Gott ist nicht quadratisch berechenbar. Manchmal beschweren wir uns, warum hat Gott das zugelassen? Warum handelt er jetzt so? Er müsste doch eigentlich ganz anders. Und wir machen uns die Vorstellung, wie Gott zu handeln hat. Und da hat nicht Gott ein Problem, sondern wir eigentlich, weil wir unsere Vorstellung von dem, wie Gott sein müsste, in den Himmel projizieren. Und so ein Gott kann uns natürlich nur enttäuschen, den wir uns selber gemacht haben. Das irritiert uns. Wir haben Erwartungen an Gott und Gott erfüllt die nicht. Gott ist nicht so quadratisch, wie wir uns das vorgestellt haben. Und er ist auch manchmal nicht so praktisch, wie wir uns das vorgestellt haben. Er ist nicht einfach nur unser Glücksbringer, der alle unsere Wünsche erfüllt, sondern er durchkreuzt unsere Pläne und unsere Vorstellungen häufig. Und er mutet uns etwas zu und manchmal steht er uns sogar entgegen. Wir sagen, nee, so nicht. So will ich das nicht. Aber so ist der wahre Gott. Und Gott findet uns auch nicht nur einfach nur gut. Der stellt schon Ansprüche an uns, die ganz schön hoch sein können, die uns eigentlich überfordern. Er kritisiert uns sogar. Er lässt sich nicht leicht zufriedenstellen. Gott ist ganz anders, als wir uns oft vorstellen. Gott ist heilig. Der große Basler Theologe Karl Barth im letzten Jahrhundert hat das so auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Gott ist eigentlich anders. Gott ist der ganz andere. Er ist nicht nur ein Mensch, nur ein bisschen besser. Er ist so anders, dass wir eigentlich ein Problem haben mit ihm. Dass wir eigentlich nicht zusammenpassen. Gott ist anders. Gott ist heilig. Und wenn ich das erkannt habe, dann kriege ich auch einen realistischen Blick auf mein eigenes Leben. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Die Gotteserkenntnis, wie Gott wirklich ist, und das andere, wie ich wirklich bin. Der Theologe August Tuluk, auch 19. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, der hat das so ausgedrückt und hat gesagt, die Himmelfahrt der Gotteserkenntnis geht einher mit der Höllenfahrt der Selbsterkenntnis. Und das stimmt einfach. Also wenn ich einen Blick in den Himmel werfe, wie das der Jesaja getan hat, dann erkenne ich auch, wer ich bin. Und das ist ein schmerzhaftes Erkennen. Wehe mir, ich bin verloren, sagt Jesaja. Und eigentlich müssen wir das alle sagen, wenn wir erkennen, wie Gott wirklich ist. Wenn wir einen Blick darauf bekommen, wie Gott ist. Er verzweifelt ja an sich selbst, als er merkt, dass er es wirklich mit dem heiligen Gott jetzt zu tun hat. Und wir erkennen das auch, wenn wir den Gott, den wahren Gott erkennen, wie wir wirklich sind, dass selbst unser Gutsein noch durchzogen ist von Egoismus und Neid und Besserwisserei. Und das ist schmerzhaft. Aber zugleich gibt es bei uns Menschen diese tiefe Sehnsucht nach der Heiligkeit Gottes. Wir sehnen uns nach dem vollkommen Guten, nach dem vollkommen Schönen, nach dem vollkommen Gerechten, weil wir selber eben nicht so sind. Wir haben eine Sehnsucht danach, etwas zu erleben, was nicht von dieser Welt ist. Wir sehnen uns nach einem Zustand, der nicht diesen Knacks hat. Alles in dieser Welt ist ja irgendwie angeknackst, ja? Die Natur, wir selber, unsere Beziehung. Und das ist dieser Knacks, den nennt die Bibel die Sünde. Dass das nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Und wir sehnen uns nach einem Zustand, wo das eigentlich so ist. Wir sehnen uns eigentlich als Menschen nach der Heiligkeit Gottes, weil wir eben selber nicht heilig sind. Und es ist ganz interessant, vielleicht mögt ihr mir mal folgen bei diesem Gedanken, Religionssoziologen und Anthropologen haben dieses Phänomen der Sehnsucht nach Heiligkeit in unserer Gesellschaft, in unserem Leben festgestellt.
Gerade in einer säkularen Gesellschaft, also einer Gesellschaft, die eben nicht mehr mit Gott rechnet, wo Gott irgendwie an die Seite oder ganz abgeschrieben ist, ist diese Sehnsucht nach Heiligkeit aber trotzdem da und wir versuchen, Heiligkeitserfahrungen zu machen, so möchte ich es einmal nennen, ohne Glaube und ohne Kirche. Ich möchte mal drei nennen, vielleicht könnt ihr da das nachvollziehen. Zum Beispiel dieses erhabene Gefühl, wenn man im Fußballstadion ist. Ich selber gehe selber selten zum Fußball, muss ich zugeben, aber ich wundere mich, dass jeden Samstag 30.000 Menschen hier ins Stadion gehen und viel Geld und viel Zeit aufwenden, um sich das Fußballspiel anzuschauen. Dann könnte man sagen, ach, setz dich doch zu Hause hin, hol dir ein Sky-Abo und dann kannst du es in deinem Wohnzimmer genießen. Nee, sagen die Leute, will ich nicht. Ich will dabei sein. Ich will das erleben, wie der SC spielt und wie wir gemeinsam das Partnerlied singen und jubeln, wenn ein Tor fällt. Das ist so eine schöne Erfahrung. Das ist so erhebend. Das macht so Freude. Das erfüllt mich geradezu. So etwas Großartigem zu gehören, den Sieg zu feiern. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das nicht schön? Ja, sagen wir, das wünschen wir uns immer wieder. Und jeden Samstag oder jeden zweiten, nicht, wenn die Heimspiele sind, dann geht man dahin, um das zu erleben. Etwas, was über meinen Alltag hinausgeht. Etwas Schönes, etwas Erhebendes. Oder warum gehen Menschen ins Kino und schauen sich romantische Filme an? Die sagen, es war so schön, wie sie am Ende dann doch noch zusammengekommen sind. Oh, ich habe so geheult. Also, wenn du heulen musst, dann geh doch da nicht hin. Nein! Es ist so schön, wie sie sich gefunden haben. Ich bekomme immer noch eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Leider ist das wahre Leben ja anders. Aber einmal möchte ich es so perfekt haben. Einmal möchte ich es so schön haben. Und dahinter ist dieser Heiligkeitsgedanke. Ich möchte etwas erleben, was nicht von dieser Welt ist. Jeder weiß ja, dass Hollywood nicht diese Welt ist. Aber wir sehnen uns danach. Oder andere gehen in ein klassisches Konzert und sagen, das war so wunderschön. Johannes Brahms Violinkonzert, Beethovens 9. Das war nicht von dieser Welt. Manche gehen da raus und sagen, das war nicht von dieser Welt. Das war schon Himmel. Ja? Und auch da wieder dieser Gedanke, einmal möchte ich das erleben, einmal alles vergessen, was um mich herum ist und einmal eintauchen in diese vollkommene Schönheit. Nun, bitte nicht falsch verstehen, ich sage nichts gegen Fußball und gegen Kino und gegen klassische Musik, genießt das weiterhin, das dürft ihr gerne tun, ich tue es auch. Es geht um was anderes. Ich will darauf hinweisen, dass diese Erlebnisse etwas von der Sehnsucht widerspiegeln nach Heiligkeit. Nach dem ganz anderen, nach dem vollkommen Guten und Schönen. Das sich darin widerspiegelt. Nun wissen wir alle, dass diese Dinge uns nur ganz kurzfristig mal positive Emotionen geben. Mein Vater hat das immer gesagt, ich war früher auch fußballbegeistert, mehr als ich es heute bin, und habe dann immer geguckt, ob die Nationalmannschaft gewinnt. Und mein Vater hat manchmal etwas spöttisch zu mir gesagt, was kannst du dir denn dafür kaufen, wenn die denn gewonnen haben? Ja, nichts kann ich mir dafür kaufen. Am Ende ist es genauso wie vorher, es ist nur dieses schöne Gefühl. Ja. Aber es ist eben ein Ausdruck einer Sehnsucht nach etwas Schönem. Der SC kann absteigen, irgendwann ist der schönste Film zu Ende und das erhabenste Konzert, aber diese Sehnsucht bleibt. Wie kommen wir zurück in die Gegenwart Gottes? Wie können wir wirklich in Berührung kommen mit dem Heiligen? Der Weg ist ja eigentlich versperrt. Und die eigene Anstrengung reicht nicht aus. Wir schaffen es nicht selber, uns heilig zu machen und heilig zu werden. Und Leute, die das versuchen, werden ganz komisch. Sie werden komische Heilige, die kennt ihr auch, oder sie werden Scheinheilige, das ist fast noch schlimmer. Wir selber schaffen es nicht, uns heilig zu machen. Es gibt nur einen Weg zurück in die Heiligkeit Gottes und das ist der Weg der Gnade über Jesus Christus. Jesus Christus hat für unsere Sünden am Kreuz bezahlt. Er hat die Schmach und die Schande auf sich genommen, die eigentlich uns hätte treffen müssen.
Und wenn wir an ihn glauben, wenn wir unser Leben an ihm festmachen, wenn wir uns mit unserer Existenz auf ihn verlassen, dann werden wir von ihm heilig gesprochen. Tatsächlich. Das tut nicht der Papst, heilig sprechen, sondern heilig sprechen, das tut Gott selber in Jesus Christus, indem er uns heilig spricht. Er spricht uns zu, deine Schuld ist vergeben, du darfst ohne Angst und Furcht zu mir kommen. Im Hebräerbrief im Neuen Testament wird dieses Bild vom Thronsaal nochmal aufgenommen, aufgegriffen, und es wird sehr gut beschrieben, was Jesus eigentlich für uns getan hat und was das für Auswirkungen haben kann für uns. Hört einmal zu, Hebräer 10, 19 bis 22. Brüder und Schwestern, durch das Blut, das Jesus als Opfer dargebracht hat, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Er hat uns einen neuen Weg eröffnet, der zum Leben führt. Wir wollen also vor Gott treten mit aufrichtigem Herzen und voller Glaubensgewissheit. Denn unsere Herzen sind besprengt worden mit dem Blut von Jesus. So wurde unser Gewissen rein von der Schuld, die es belastete. Und unser Leib wurde mit reinem Wasser gebadet. Also da ist auf der einen Seite der heilige Gott in seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit und auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und der Hebräerbriefschreiber erinnert jetzt die Christen daran, was geschehen ist, als sie sich Christus anvertraut haben, als sie zum Glauben an Jesus gekommen sind. Er sagt, da ist etwas ganz Wunderbares passiert. Ihr seid mit dem Blut von Jesus Christus besprengt worden. Da weist er natürlich hin auf die alttestamentlichen Reinigungsriten und Opfervorstellungen. Das geschah damals durch das Blut von Tieren. Und er sagt, nein, es ist das Blut von Jesus. Jesus ist für euch gestorben. Und wenn ihr euch auf dieses Blut von Jesus verlasst, dann werdet ihr heilig, reingesprochen worden werden. Und er spricht an auf die Taufe und sagt, ihr habt in der Taufe, seid ihr gereinigt worden, so dass ihr jetzt vor Gott stehen könnt. Und die Taufe ist ja nur ein Zeichen für das, was Jesus für uns getan hat. Und Abendmahl und Taufe kommen hier vor. Merkt ihr das? Abendmahl und Taufe. Das Blut Jesu, wir erinnern uns gleich daran, Jesus ist für uns gestorben. Und die Taufe, bei uns ist das Taufbecken ja immer ein bisschen versteckt, nicht weil wir die Taufe nicht wichtig finden, aber ihr wisst, einige von euch, viele von euch sind da ja getauft worden. In diesem Becken dort. Und dort ist euch zugesprochen worden, Jesus Christus hat eure Sünden auf sich genommen, ihr seid reingewaschen. Andere sind woanders getauft worden, gilt genauso. Ja? Und ich finde das so wichtig. Durch Abendmahl und Taufe spricht Gott uns die Heiligkeit zu. Er sagt zu uns, du bist heilig. Und heilig bedeutet, du gehörst zu mir. Wenn ein Mensch getauft wird, dann wird über ihm der Name des heiligen Gottes ausgesprochen. Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und damit wird ein Mensch die Heiligkeit Gottes zugesprochen. Du gehörst jetzt zum heiligen Gott. Und wenn du getauft bist, dann gilt das für dich. Und im Abendmahl spricht Gott uns zu, deine Schuld ist vergeben. Es ist alles gut. Du bist heilig. Du gehörst jetzt zu mir. Und wenn wir das Abendmahl feiern, werden wir gleich wieder tun, dann hören wir diesen Zuspruch, du bist heilig. Und meine Frage, mit der möchte ich schließen heute, lautet, sollte uns das, was Jesus getan hat, nicht viel mehr berühren als der Sieg des SC, eine Hollywood-Romanze oder ein klassisches Konzert? Amen.